Hallo und herzlich willkommen zu Nadines Welt Tiere und Meerwasseraquarium. Heute geht es um die Igel, die bei uns im Garten leben. Das sind jetzt die Aufnahmen von einem Abend und einer Nacht sozusagen. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viele Tiere, verschiedene Tiere da jetzt sind. Auf jeden Fall haben wir mindestens zwei ganz kleine, also ich würde sie jetzt mal Baby-Igel nennen. Dann einen etwas größeren, der jetzt gerade an dem Napf sitzt und futtert. Und dann sind aber noch zwei bis drei richtig große Elterntiere oder Erwachsenentiere da. Und ja, wir schauen uns einfach mal zusammen an, was die so treiben. Der Sommer 2022 war ja ein sehr, sehr trockener Sommer und wir haben auch deutlich mehr Wasserstellen zur Verfügung gestellt für die Tiere, egal ob es jetzt auf dem Boden stehen für Igel oder andere Säuger oder für die Vögel auch in erhöhter Position ist, dass sie einfach Wasser finden. Und es stand dann bei uns im Blättchen aber drin, dass die Igel vor allen Dingen jetzt um die Jahreszeit dringend Futter suchen und aufgrund der Trockenheit auch kaum noch ihre üblichen Kleinstlebewesen finden, die zu fressen, weil die sich auch so stark zurückgezogen haben aufgrund der extremen Trockenheit. Also haben wir uns entschieden, zusätzlich zu den Wasserstellen, die schon zur Verfügung standen, noch Igelfutter anzubieten, und da wir selber zwei Katzen haben und auch die Nachbarschaft sehr viele Katzen hat, habe ich mich für spezielles Igelfutter entschieden und nicht für die Version Katzenfutter rauszustellen, weil sonst hätten sämtliche Katzen, glaube ich, den Napf geleert, bevor die Igel da gewesen wären. Und wir haben auch festgestellt, aufgrund der Kameraaufnahmen, dass die Katzen zwar hingehen und dran schnuppern, aber das Igelfutter nicht fressen, obwohl da auch diese kleinen Breckis drin sind. Ja, ein Nickerchen im Napf, das sichert natürlich das Futter, dass man da nach seinem Nickerchen noch was hat. Falsch gedacht. Also der Kollege hier, der boxt den Schnarchbubbel jetzt mal aus der Schüssel. Boxen und Schieben, das machen die recht häufig. Das haben wir festgestellt, als wir uns jetzt die Aufnahmen angeschaut haben, und haben dann auch sofort gehandelt und zwei Schälchen genommen fürs Trockenfutter und eins fürs Wasser, sodass sie sich ein bisschen besser aus dem Weg gehen können und weniger Stress haben. Wir waren uns bewusst, dass wir Igel im Garten haben und haben auch jedes Jahr welche gesehen. Manchmal einen großen mit zwei kleinen oder so, aber wir waren doch sehr überrascht, als wir die Aufnahmen gesehen haben, dass da doch sehr viele verschiedene Generationen oder verschiedene Familien zusammenkommen auf unserem kleinen Grundstück. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich und spannend, dass man das jetzt mal sieht, was da so nachts vor sich geht. Wir sind jetzt keine Igelprofis, aber ihr könnt euch im Internet auch alle Informationen holen, was ihr tun könnt, um die Igel zu unterstützen, und was ihr auch auf jeden Fall lassen solltet, damit ihr ihnen keinen Schaden zufügt. Eins ist zum Beispiel, dass man ihnen keine Milch geben darf. Das vertragen sie überhaupt nicht, denn Jungtieren kann das auch das Leben kosten. Also belest euch oder informiert euch, bevor ihr irgendetwas gut gemeintes tut, was nachher Schaden zufügen kann. Und dann habt ihr und die Tiere auch wirklich Freude und habt alle was davon. Von Natur aus ernähren sich die Igel am liebsten von kleinen Insekten wie Käfern oder Regenwürmern. Die ein oder andere Schnecke fressen sie auch. Ich muss noch ergänzend dazu sagen, dass sie ebenso Spinnen fressen und auch die ein oder andere kleine Maus verspeisen können. Trotz unseres kleinen Grundstücks haben wir das Glück, ein paar dieser schönen Wildtiere bei uns beobachten zu können. Wichtig ist auch, dass sie das Grundstück ohne weiteres verlassen können und wieder rein können,
und das ermöglicht einfach eine Lücke unterm Jägerzaun und dadurch funktioniert es auch so wunderbar. Hätten wir jetzt so einen Zaun, der bis unten hin alles dicht macht, dann hätten wir mit Sicherheit auch keine Igel bei uns. Ein Igel kann bis zu 7 Jahre alt werden und bis zu 1500 Gramm schwer. Sein dichtes Stachelkleid, das hat bis zu 8000 Stachel und der Igel kann ca. 30 cm lang werden. Dadurch, dass wir alle immer mehr Zäune ziehen und mehr Straßen natürlich brauchen und bauen, durchkreuzen wir immer mehr die Reviere der Igel, die normalerweise sehr, sehr groß sind. Und es fallen jedes Jahr fast 500.000 Igel dem Straßenverkehr zum Opfer. Ein kleiner Baby-Igel kommt übrigens nach 35 Tagen Tragzeit zur Welt und wiegt im Schnitt nur 12 bis 25 Gramm, ist 6 cm lang und hat knapp 100 weiße Stacheln. Die Igeljungen werden rund 42 Tage lang gesäugt. Kurz danach sind sie schon selbstständig auf der Futtersuche und beginnen auch ihren eigenen Lebensabschnitt. Wir vermuten, dass ein Teil dieser Igel in dem Reisig in unserer Thuja-Hecke überwintert, weil die Hecke ist schon über 20 Jahre alt, gehen wir mal von aus, und da ist unten eine ganz, ganz dicke, hohe Reisigschicht und wir beobachten auch, wie sie da immer wieder rein und raus laufen. Dann gibt es noch ein Igelhäuschen, das haben wir letztes Jahr aufgestellt. Da haben wir aber auch noch nicht gewusst, dass es so viele Igel sind. Ich konnte auch beobachten, dass den Katzen das mit den Igeln herzlichst egal ist. Die schauen hin, sagen, ach, ein Igel, alles klar, und bleiben ganz entspannt liegen. Ich habe jetzt auch keine Nachbarskatze gesehen, die irgendeinen Igel angegangen wäre. Ich glaube, da sind die Fronten ganz klar geklärt. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Die Näpfe, die werden bei uns täglich dann ausgewaschen und frisch befüllt, ob es jetzt hier der Wassernapf ist oder entsprechend der Futternapf, damit da keine Bakterien sich ansammeln können und Tiere krank werden. Die Katze gerade im Bild war unsere Maya. Ihr habt gesehen, sie geht nicht an das Futter, auch nicht an die Reste, sie schlotzt da auch nicht rum. An diesem Morgen war die letzte Aufnahme kurz vor 5 Uhr früh. Ja, und damit gehen die Igel jetzt schlafen und ich verabschiede mich auch für heute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, eure Nadine!